Colonel Tanner! And Modest Pride! Modest Pride! Komm, meine Damen und Herren, oh, mein Sakko klemmt. Vielen Dank. Sehr aufmerksam. Sehr zuvorkommend. Vielen Dank. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Wahlberechtigte. Kommen Sie alle aus Nordrhein-Westfalen? Nein. Oh, Schwaben? Ja. Ihr auch? Wie, genau wie die? Nein. Wo kommt ihr her? Direkt? Sindelfingen. Echterdingen, Stuttgart Airport. Ja, Einflugschneise und Filderkraut. Kennt man das geil? Filderkraut. Gutes Sauerkraut von, ja, kann man nicht übersetzen, von der Filder. Die Filder ist ein Gebiet wie Beverly Hills oder sowas, ja. So ein Stadtteil von Stuttgart. Und Kaffeetassen festhalten, weil Einflugschneise. Gut, im Dienst der Wirtschaft. Aber Sie sehen, meine Damen und Herren, heute Abend sehr volkstümlich. Hier in Nordrhein-Westfalen sind Wahlen, ja. Und das hier ist das Zeichen meines Gastes Jürgen W. Möllemann.de. Er hat seinen Namen jetzt im Internet sichern lassen. Jürgen W. Möllemann.de, komm. Ja, und 8%, er hat den Befehl von Wolfgang Gerhardt, seinem Parteichef, 8% zu holen. Bei jedem Prozent drunter droht Versetzung in die FDP-Zentrale nach Berlin. Vielleicht der Schreibarbeit und Kaffee holen. Knallhart, der Wahlkampf spannend wie nie. Ich freue mich, dass ich ihn nachher exklusiv befragen kann. Er hat wenig gemacht in diesen Tagen, ich glaube nur 4000 Wahlkampfauftritte pro Tag. Und heute Abend noch einmal bei uns. Und das bei diesen Temperaturen, oder? Es ist doch wahnsinnig schwül. Ha? Oh, mein Gott, ist das eine Hitze. Es ist doch Wahnsinn. Hagel überall. Wärmegewitter. Ja? Ich sage mal eins. Viele deutsche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die jetzt stöhnen am Computer, der Inder hat bei sowas noch den Turban auf. Ja? Das kann auch Jürgen W. nicht verhindern. Er hat den Befehl von Dr. Guido Westerwelle. Ich habe es heute gesehen im Fernsehen. Er hat den Befehl, hier Kultusminister zu werden. Und das ist für mich ein bisschen wenig. Ein Mann wie Jürgen W. Möllemann kann mehr. Ich würde sagen, anfangen als Wirtschaftsminister hier in NRW, 14 Tage, ein bisschen einarbeiten und dann Ministerpräsident. Habe heute Mittag schon die Rede unseres Bundespräsidenten aus Berlin verfolgt. Sehr gut. Schulen sind wichtig. Kindergärten sind wichtig. Gewalt ist schlecht. Hat mich mitgerissen. Und ich bin so beruhigt, wissen Sie, diese Hitzewallungen bei mir, ja, dass die vom Wetter kommen und nicht von Wechseljahren. Ja, man ist ja schon durchgeschwitzt, wenn man morgens aufsteht. Mein erster Gast, ich habe ihn ausführlich vorgestellt, Landesvorsitzenden der FDP. Was war er nicht schon alles? Mittelstürmer bei Schalke 04, Erfinder des Fallschirms, Wirtschaftsminister, ich weiß nicht, was war noch ein anderer Bundesminister, ich weiß es gar nicht mehr. Wirtschaftsminister, und davor war er noch ein anderer Bundesminister. Dann hat er sich ein bisschen zurückgezogen aus der Politik, hat dafür gesorgt, dass die FDP hier nicht mehr in den Landtag kommt, damit er Zeit hat, um sich vorzubereiten für sein sensationelles Comeback. Ich glaube, das kann man jetzt schon sagen. Der eigentliche Wahlsieger am kommenden Sonntag hier in NRW, unabhängig von Ergebnissen, das ist was für die anderen. Ja? Aber er hat sich bereits einen Italiener gemietet. Oder nein, er hat beim Italiener einen Raum gemietet. So sieht's aus. Für Sonntag, um zu feiern mit seinen Freunden. 8%. Mindestens. Bei uns zu Gast, Jürgen W. Möllemann. The winner. Takes it all. Und er hat für seine Partei jetzt einen Slogan ausgegeben, der blau-gelbe Turbo. Ja, was nutzt der, wenn er in einem Traktor eingebaut ist? Der blau-gelbe
Turbo. Mein nächster Gast ist ungewöhnlich. Er ist Sat.1-Moderator und hat trotzdem etwas gelernt. Denn er ist Jurist vom Beruf. Zweites Staatsexamen. Ist man da schon Volljurist? Ich glaube schon. Mit dem zweiten Staatsexamen ist man Volljurist. Und er startet am kommenden Sonntag eine Comedy-Reihe hier bei Sat.1 und die heißt Star Wash. So trägt seinen Namen, obwohl man ihn anders schreibt, das werde ich nachher genauer fragen, denn Mutter kommt aus Bremen, Papa kommt aus Ungarn. Und deswegen schreibt man nicht, wie man spricht, aber man spricht, wie man hört. Bei uns heute Abend, scharf wie Paprika, Tommy Walsh! Thomas Walsh. Stellen Sie sich vor, was man in England herausgefunden hat. Telefonieren mit dem Handy bei Jugendlichen soll angeblich die Gehirntätigkeit einschränken. Gefährlich. Gehirn noch nicht voll ausgebildet. Viel Handy am Ohr. Und ich frage mich, wenn das nur bei Jugendlichen so ist, ja? Woran liegt es dann bei Mika Häkkinen? Eine meiner Lieblingssätze in der Werbung. Der lebt wohl hinter dem Mund. Diese Pause. Weißt du, Mika, da musst du eine kleine Pause machen und dann sagst du, der lebt wohl hinter dem Mund. Der lebt wohl hinter dem Mund. Die Bewegung kennt ihr ja von der Formel 1, wenn ihr in die Kurve hört. Ganz kurz zieht sie ihm den Kopf weg und einen guten Tag kommt er wieder zurück. Es passiert so viel. Eine Bravo-Umfrage, und das wird Sie begeistern, meine Damen und Herren. Bravo-Umfrage. 65% der 14- bis 18-Jährigen sagen, der beliebteste Politiker in Deutschland ist wer? Helmut Kohl. Richtig. Joschka Fischer. Und Platz 2? Also, ich habe es fast nicht geglaubt. Gerhard Schröder, der Kanzler. Ja, Platz 1 Joschka Fischer bei den 14- bis 18-Jährigen, Platz 2 Gerhard Schröder. Wenn das so weitergeht, gibt es die Kabinettssitzung bald als Bravo Love Story. Aha. Und ich finde, Joschka Fischer kann stolz sein auf diese Wahl, denn zum beliebtesten Sänger und Schauspieler wurde gewählt Oli P. Entsprechung in der Politik, Joschka Fischer. Der Kanzler auf Platz 2, liebe Girlies, habt ihr da nicht was verwechselt? Der das Tolle mit den Zigarren macht, der lebt in den USA. Und jetzt kommt eine Meldung, die ich sträube mich innerlich, sie bekannt zu geben, weil es ist eigentlich, glaube ich, ein dummes Vorurteil und Klischee. Aber eine amerikanische Soziologin hat herausgefunden, und es gilt vor allem für Karrierefrauen, ja? Frauen sind am Steuer die größeren Rowdies. Karrierefrauen, ruppig, aggressiv, neigen zu obszönen Gesten, ja? Besonders extreme Form von Rüpelhaftigkeit am Steuer nennt man bei uns Emma auf Rädern. Ich habe festgestellt, viele Frauen zum Beispiel reagieren besonders aggressiv, wenn man sie auf der Kreuzung ein bisschen weiter schiebt. Ja. Ich frage mich immer, wenn eine Frau auf einem Parkplatz ins Auto steigt, ja, und dann aus der Parklücke fährt, was passiert in den 5 Minuten dazwischen? Und liebe Frauen, liebe moderne junge Mütter, wenn ihr mit Kleinkind ins Auto steigt, wäre es dann nicht einfacher, ihr setzt erst das Kind rein, gebt ihm gleich einen Keks
und steigt dann ein, ohne Mantel, auch im Winter, und schnallt euch an und fahrt los. Also ihr steigt mit dem dicken Mantel nach vorne ein. Zieht den Mantel erst grad, kriegt dann den Gurt nicht über den Mantel, dreht euch im Mantel angeschnallt nach hinten, gebt dem Kind einen Keks, ohne richtig ranzukommen, weil es hier zu eng wird, und dann noch die Banane mit der anderen Hand runter, weil es eh gleich wieder ausgespuckt wird. Das, ja, das kostet diese wertvolle Zeit. Das kostet wertvolle Minuten. Und meine Lieblingssituation ist die, einmal pro Monat, sagen wir mal, fahren ja doch die anständigen deutschen Frauen mit ihrer Mutti in die Stadt zum Einkaufen. Oder man nimmt Mutti mal mit, damit sie nicht den ganzen Monat im Keller im Drehstuhl sitzt. Und da ist die Situation, das habe ich schon oft gesehen, ja. Ich komme sozusagen aus dieser Richtung und die Frau mit Mutti nebendran kommt aus dieser Richtung. Und hier auf, sozusagen auf meiner gegenüberliegenden Spur ist der Parkplatz frei. Und ich sehe, wie die Frau ganz vorne am Lenkrad guckt, ob es reicht zum Reinfahren. Ja? Und ich fahre einfach rüber in den Parkplatz rein. Oft schaffe ich es nicht sauber, aber ich habe einen Leihwagen, da nehmen wir es ja nicht. Und dann. Ja, das Zauberwort, das mag auch der Kanzler, das heißt Firmenleasing. Da fahren Sie gleich viel lockerer. Wissen Sie, neulich habe ich zum Beispiel in der Tiefgarage im Hotel auf dem Frauenparkplatz die Säule eingedrückt. Kurzer Blick. Und Sie fahren. Das ist toll. Natürlich wurde gleich von einem Rentner beobachtet und so weiter. Ja, wir haben gesagt, regen Sie nicht auf, gehört nicht mir. Und das ist das Schöne, wenn dann diese Frau, ja, der Parkplatz weggenommen wird, versucht, der Mutter zu erklären, warum sie sich so aufregt. Weil Mutti sitzt drin. Und hat gar nicht gesehen, dass da überhaupt ein Parkplatz ist. Sie weiß auch gar nicht, dass man einen Parkplatz braucht. Sie glaubt, es ist einfach so wie früher, als Fatih noch gelebt hat, dass man den Wagen stehen lässt und aussteigt. Unverschämt. Und dann diese Aufregung. Und da muss ich es der Mutter noch mal erklären. Da bricht dieser Hass heraus, dass sie eigentlich gar keine Lust hat, mit der Mutter in die Stadt zu fahren. Da muss sie das auch noch erklären und so weiter. Wie oft enden solche Sachen schlimm für Mutti? Ich sage das heute bewusst, wirklich, weil wir ja übermorgen Muttertag feiern. Und wir haben nachher eine schöne musikalische Einlage für Sie geprobt. Die ganze Woche unsere Mitarbeiter mit einem lustigen musikalischen Sketch zum Thema Muttertag. Zuvor möchte ich aber noch auf einen der Spitzenpolitiker hier in Nordrhein-Westfalen hinweisen, Dr. Brömme. Ich glaube, er ist vielen von Ihnen ans Herz gewachsen, denn er hat einen Slogan und eine Vision, die Nordrhein-Westfalen und letzten Endes die gesamte Bundesrepublik weit nach vorne bringen kann. Deutschland liebt Dr. Udo Brömme und Dr. Udo Brömme liebt Deutschland. Jeden Tag, den der Herr werden lässt, ist sein Herz voller Dank für die erlesenen Kostbarkeiten unseres Landes. Unsere herrlichen Schlemmereien deutscher Küche. Unser hopfig kühles deutsches Bier. Und vor allem unsere tapferen und tüchtigen deutschen Nutten. Hallo? Mein Name ist Udo. Was bietet ihr denn so für mich? Also ach, eigentlich so alles. So ein Rundum-Paket fände ich ganz schön. 150? 150 Mark. Ach, das ist ja preisgünstig, ne? Wie nach dem Kriege fast die Preise. Nein, Spaß beiseite. Mein Name ist Dr. Udo Brömme. Wenn ich das mal kurz hier überreichen dürfte. Das ist meine Wahlkampfbroschüre. Hier, yeah, bitte. Ist für jeden was dabei. Jeder kommt zu seinem Recht. Und hier auch nochmal. In meiner politischen Arbeit werde ich alles dafür tun, dass Deutschland wieder eine gerechte Zukunft erfährt. Und ich glaube, ich bin der richtige Mann dafür. Ja. Ich hoffe, dass Sie mit mir da einer Meinung gehen. Ja, auf jeden Fall. Ja? Jetzt, wo wir uns so gut verstehen, hätte ich noch eine Frage, wo ich so viel Wichtiges für Deutschland leiste. Dürfte ich vielleicht mit einem der Damen umsonst Geschlechtsverkehr haben? Aber verpiss dich, Frau Hörmer. Nur ein bisschen. Meinst du denn, vielleicht untenrum oder so. Nee, ich meine, ja. Ich bin ein Mann zum Anfassen und zum Angefasstwerden. Deswegen Brömme wählen. Er hat es einfach verdient. Dr. Udo Brömme. Er liegt, glaube ich, ganz weit vorne auch in der Kandidatenliste für den Liebling des Monats im nächsten Jahr, im nächsten Monat. Das hier ist Matthias Nölke,
unser aktueller Liebling des Monats. Und Sie wissen, er hat dieses Buch herausgegeben, Schlagfertigkeit. Und wir haben Ihnen in regelmäßigen Abständen daraus ein kleines Zitat vorgelesen. Das ist toll. Zum Beispiel das unpassende Sprichwort. Für Menschen, denen immer nicht der richtige Spruch einfällt, wenn sie gerade gehänselt werden oder wenn sie gerne Kontra geben würden. Die einfachste Variante ist das unpassende Sprichwort, das Barbara Berghahn empfiehlt. Dabei beantworten Sie die Attacke mit einer Sentenz, die in keinerlei Zusammenhang mit der Provokation steht und durchaus unsinnig sein darf. Wasser hat keine Balken. Zu viele Meister verderben den Kleister. Wer nicht mitrudert, fällt aufs Glatteis oder mit ähnlichen tiefschürfenden Einsichten. Beispiel: Annette ist Vegetarierin. Auf der Betriebsfeier lädt sich Tobias einen Schnitzel auf seinen Teller und bemerkt zu Annette: Also, für mich sind diese Vegetarier alle krank in der Birne. Die glauben, sie können die Welt retten, weil sie nur Körner mampfen. Annette erwidert lächelnd: Wie heißt es so schön, Tobias? Keiner kann durch die Nase eines anderen einatmen. Provokationen, Unterstellungen. Das ist für mich, wenn Sie sich vor einem Publikum verteidigen. Beispiel: Sie sind ja viel zu dünn, bemerkt eine Kollegin zu Herrn Melzer. Das ist wohl wahr, erwidert Herr Melzer. Wenn ich vom 5-Meter-Brett springe, kommt meine Badehose vor mir unten an. Jürgen W. Möllemann und Tommy Wasch heute Abend bei uns. Und Jürgen W. Möllemann war unter anderem schon Bundeswirtschaftsminister. Und ich glaube, er selber könnte auch erschöpfende Auskunft darüber geben, wie sicher ist der Euro. Sie wissen ja, der Kurs des Euro ist, glaube ich, zurzeit 90 Cent. Stimmt das eigentlich? 90 Cent? Für eine Mark gibt es 90 Cent. Oder für 2 Mark. Nein, 1 Dollar sind 2 Mark 14. Irgendwie so ähnlich. Also wenn Sie jetzt nach Ägypten fahren, ist es besonders teuer. Hoffentlich habe ich da nichts durcheinander gebracht. Der Euro ist so tief wie nie. Kein Grund zur Angst. Unsere Wirtschaftsexpertin Frau Asenbaum hat sie erkundigt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin es, Frau Asenbaum. Gut, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Huhu, ihr Lieben, nur nicht die Augen verderben. Aber jetzt zur Sache. Ich war mal wieder unterwegs. Diesmal ging es ums liebe Geld. Das ist eine Mark. Früher war die noch was wert. Da konnte man ein Brot kaufen und gute Butter und ein Stück Fleischwurst. Aber heute, das hat mich interessiert. Und deshalb auch mein Thema, so eine Mark, was ist die noch wert? Steht ja auch hier. Dazu jetzt aber einmal mein Bericht. So, dann wollen wir mal gucken. Hier zum Beispiel in dieser schicken Boutique. Ich wollte mal fragen, Oma, was man bei Ihnen für eine Mark kaufen kann. Eine Mark? Für eine Mark. Haben Sie da irgendetwas? Ein schönes Lachen. Nee, danke, Fräulein. Lachen gibt es woanders umsonst. So, als nächstes in den Laden für Fernseher und Hi-Fi. Die Geräte sehen zwar alle teuer aus, aber fragen kostet nichts. Was bekomme ich dann hier für eine Mark? Vieles. Fernsehen, Radiorekorder. Für eine Mark? Für eine Mark. Oh, das wäre preisgünstig irgendwie. Genau. Hat der so noch alle oder will er mich verarschen? Zum Beispiel dieses hier. Ja, aber da muss ich doch dann hinterher noch mehr bezahlen. Eigentlich nicht, nein. Nur eine Mark? Das Einzige, was Sie bezahlen müssen, ist anschließend den Strom. Ach so. Und das war's. Und genau. Für eine Mark? Für eine Mark. Ja, dann nehme ich den mit. Okay. Ja, von wegen okay. Nur für die Kamera hat der so große Töne gespuckt. Alles nur Schall. Jetzt hat er mir erst für eine Mark ein Gerät verkauft. Und dann hat er gesagt, nee, das können wir nicht, der komische Kerl. Er konnte doch direkt sagen, dass ich das nicht haben kann. Das hier ist so ein Spezialladen. Da kriegt man alles, was man braucht für den Sex. Auch viel so bunten Krimskrams. Was haben Sie da alles für eine Mark? Kondome geben. Das sind mit Geschmack oder mit Farbigen. Die gibt es für eine Mark. Was würden Sie empfehlen?
Was hätten Sie denn gerne mit Geschmack oder ein buntes oder ein ganz normales feuchtes? Ganz normales, wollen wir mal sagen. Ganz normales tut es auch. Muss ja nicht immer gleich was extravagantes sein. So mal drücken, ob es auch frisch ist. So, jetzt war ich hier bei Kondomi. Dann habe ich da verstanden und habe es für 90 Pfennig, habe sogar noch 10 Pfennig wiedergekriegt. Jetzt zum Schluss noch schnell hier in den Fahrradladen rein. Ich hätte gerne etwas für eine Mark. Haben Sie etwas? Für eine Mark, ja. Rücklichtbirnchen. Ja? Ja? Ist gut, ja. Alles klar, hole ich Ihnen eine. Na bitte, das läuft ja auf einmal wie geschmiert. Hier habe ich ein Rotlichtbirnchen erstanden. Da kann mir also nichts passieren. Wenn es abends dunkel ist und ich brauche Licht. Fazit, für eine Mark kriegt man ein Birnchen. Oder ein Kondom. Allerdings nur so ein normales, ohne Geschmack. Mein erster Gast heute Abend erwartet 8% am kommenden Sonntag bei der Landtagswahl hier in Nordrhein-Westfalen für seine Partei, für die FDP. Er ist Landesvorsitzender, er war Bundesminister, er ist noch immer Mitglied des Deutschen Bundestages und er hat den Auftrag, mindestens Bildungsminister hier zu werden in Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen, Jürgen W. Möllermann. Danke. Jetzt muss ich mal zwei Sachen gleich klären. Also, jetzt fiel mir es auch ein, Sie waren auch mal Bundesbildungsminister. So war es. Sie waren erst Bundesbildungsminister, dann waren Sie Bundeswirtschaftsminister. Mhm. Ja? Was habe ich da durcheinander gebracht mit dem Euro? 90 Cent, das kann ja nicht der Stand des Euros sein, oder? Der floatet die ganze Zeit. Der floatet? Man kann gar nicht so schnell hinterher sehen. Ja? Er ist nicht sehr stabil. Aber das heißt, wenn ich zurzeit einen Dollar... Also ich muss ungefähr 2,14 jetzt 2,14 für einen Dollar aufbringen. Ja. Und das ist schön für die, nach Amerika exportieren. Ja. Aber schlecht. Also in Amerika kaufen die im Moment mehr Porsche als in ganz Deutschland zusammen. Ja. Alleine dagegen von Los Angeles. Tatsächlich? Ja, da lohnt sich jetzt hinzufahren. Da lohnt sich. Das machen auch viele, kenne ich auch viele, sagen, günstig Porsche gekauft, rübergebracht. Leider geht da meistens das Schiff irgendwo unter oder es wird geklaut beim Ausladen. Also das sind sehr wackelige Geschichten. Ja. Nervös vor dem großen Sonntag, Herr Möllermann? Ich glaube, es läuft ganz gut. Ich habe das Gefühl, die 8% erreichen wir. Ja. Die anderen haben Formschwächen. Und wir sind wer gut wer drauf. Jetzt genau von den anderen? Ja, die CDU ist müde vom Kofferschleppen. Die Sozialdemokraten sind auch müde von ihren Luftnummern. Ja, mit der Rest der aber Vorsicht mit den Sozialdemokraten, denn die brauchen Sie ja, um Ministerpräsident. Gut, das können Sie wahrscheinlich nicht werden, aber zumindest also zweiter Mann hinter Wolfgang Clement. Aber weil die so müde sind, brauchen die eben den blau-gelben Turbo. Ja, was ist mit den Grünen? Die verabschieden sich gerade. Die haben ihre Zeit gehabt, nichts zustande gebracht und jetzt war es das. Ist es nicht ein bisschen pauschal, nichts zustande gebracht? Naja, sicher, sie haben schon was zustande gebracht. Sie haben unheimlich die Spritpreise hochgetrieben, sodass junge Leute, die kein Einkommen haben, wo wenig Einkommen kommen, noch tanken können, nicht mehr Auto fahren können. Das haben sie zustande gebracht. Ja, aber müssen denn junge Leute ohne Einkommen tanken? Ja? Also ich glaube schon, all die jungen Leute, die zu ihrer Lehrstelle fahren müssen, ja, die zum Beruf fahren müssen, zum Studium fahren müssen oder Rentner, die können das eigentlich nicht mehr bezahlen. Das ist schon ziemlich heftig. Wie viel Prozent hatte die FDP bei der letzten Landtagswahl? Ganze 4. 4. Das heißt nicht im Landtag. Und das hieß ja, 8% wäre eine Verdoppelung. Übrigens, da war ich auch nicht Landesvorsitzender. Sie haben das vorhin gesagt, ich hätte mich da angeschränkt, Sie rauszubringen. Damals hatte ich gerade eine Pause. Ja. Prompt sind wir rausgeflogen, jetzt bin ich wieder da, jetzt kommen wir wieder rein. Na, das habe ich trotzdem richtig gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass Sie als Landesvorsitzender, sondern es spielt keine Rolle, wer unter Ihnen Landesvorsitzender ist. Ja? Sie haben sozusagen aus dem Off heraus noch das Beste für die Partei getan. Jetzt habe ich heute eine Annonce von Ihnen in Bild gesehen. Mhm. Bezahlt natürlich. Ja, klar. Mit versteuerten Geldern. Das will ich hoffen. Klar. Und sehr, sehr interessant. www.nrwbrauchtempo.de. Das ist die Internetadresse. Und schauen Sie hier. Ich habe mich gewundert, weil Sie schreiben, liebe CDU-Wähler. Und Sie schreiben, liebe Clement-Wähler und liebe Nicht-Wähler. Haben Sie es aufgegeben, an die eigenen Wähler zu schreiben? Ja, es ist also... Ja, Rüttgers schafft es nicht. Clement,
braucht den grünen Brennsturz weg und die Nichtwähler. Warum haben Sie sich nicht an die eigene Wählerschaft gewendet? Weil die sich schon entschieden haben, uns zu wählen. Ich muss ja nur noch ein paar dazu bekommen. Unsere eigenen wissen schon, dass wir die Besten sind. Das wäre ja ganz komisch, wenn ich die jetzt noch über die Bild-Zeitung auffordern müsste. Ja, aber ich meine, es ist ja auch so, das ist ja auch eine Gefahr für die SPD, dass man sagt, also die liegen so weit vorne in den Umfragen, gehen wir gar nicht mehr wählen. Und schon kommen keine Inder nach NRW. Tja. Ja? Also könnten Sie es auch mit der eigenen Klientel schaffen, die 8%? Also die eigene Klientel, da sind wir so bei 6%. Wir brauchen schon auch noch Leute, die den beiden Großen für ihre Affären einen Denkzettel geben wollen. Ja. Und wir wollen ein paar Leute haben, die sagen, der Clement ist ja ganz in Ordnung, aber der braucht den Turbo. Ja, und das wären in diesem Fall die FDP und Sie. Zum Beispiel. Ja. Würden Sie auch in den Landtag gehen, wenn Sie jetzt nur 6% haben? Das heißt, Sie kommen rein, aber Opposition? Ja, natürlich. Also Volker Rühe hat das andersrum gemacht. Er hat in Schleswig-Holstein gesagt, ich gehe nur hin, wenn ich Chef werde. Ja. Und das kann man nicht machen. Wenn man sich den Wählern stellt, muss man ein Mandat annehmen, egal ob man nun auf der ersten oder zweiten Stufe dann steht. Ich gehe auf jeden Fall in den Landtag. Aber ich meine jetzt mal, wenn Sie in die Regierung kommen, Bildungsminister, für einen Mann wie Sie, das ist doch... Mir wäre es zu wenig. Ja, das glaube ich. Nein, ich meine jetzt nicht für mich, ich meine für Sie. Wenn ich angenommen zum Beispiel, ich gehe am Sonntag in die Wahlkabine und das wird ja hier per Knopf gemacht in NRW, ne? Na, nicht überall. Das nicht ist von überall. Wahllokal zu Wahllokal unterschiedlich. Also bei mir im Besserverdienerviertel, da ist ja nur FDP, ne? Ja. So, und da drücken wir auf diesen grünen Knopf. Und Sie dann drücken kommt auf den blau-gelben Knopf. Auf den blau-gelben Knopf, dann kommt Hans Dietrich Genscher an so einem Ding raus und sagt guten Abend, ja? Und dann möchte ich aber doch, wenn ich Sie wähle, dass Sie mindestens hier Finanz- oder Wirtschaftsminister werden. Ja, Sie müssen ein bisschen Geduld haben. Das wollte ich hören. Wie lange? Also zunächst mal fangen wir mit dem Bildungsministerium an. Ja. Wenn das dann so gut gelaufen ist, dass wir das Problem von Jürgen Rüttgers nicht mehr haben. Welches ist das? Ja, dass er die Menschen für so dumm hält, dass sie auf den Spruch Kinder statt Inder, Inder statt Kinder reinfallen. Aber er sagt ja, der Spruch ist nicht von ihm, ne? Kennen Sie das als Politiker, dass einem irgendwas im Mund geschoben wird, was man gar nie gesagt hat? Ja, aber warum macht er dann damit Wahlkampf, wenn es nicht von ihm ist? Das hat er ja nicht, das wird immer behauptet. Ich habe ihn mehrfach gehört, wie er gesagt hat, er macht damit nicht Wahlkampf. Er muss sich immer dagegen verteidigen. Also ich will ihn nicht verteidigen, ich bin ja nur für Fairness im politischen Umgang. Ja, ich weiß das. Deswegen bin ich heute Abend ja hier, weil er gestern Abend nicht kommen konnte. Er konnte nicht kommen, er hat gestern Abend einen direkten Fernsehauftritt, glaube ich, gegen Wolfgang Clement gehabt. Und, hat er gegen uns gesagt. Und gegen Bärbel Höhn, gegen Jürgen Möllemann, aber viel später. Ich war ja dabei. Ach, Sie waren dabei? Ja, ja. Wo war das denn? Das war in Düsseldorf. Er hätte gestern Abend kommen können? Ja, natürlich. Aber ich habe mir gedacht, dann vertrete ich ihn hier mit. Und wenn Ihr Publikum einen Jürgen haben will, den besseren hat es heute Abend sowieso. Ja, aber das ist ja überhaupt in der Politik. Jetzt habe ich gelesen, Sie sollten zu NTV, zu Erich Böhme. Ja. Mussten da aber natürlich zur politisch wichtigen Sendung Big Brother. Und da ist stellvertretend Guido Westerwelle für sich zu Böhme gegangen. Ja. Also, ich hatte zunächst vor, zu Big Brother zu gehen, auf eine unkonventionelle Art und Weise. Ich wollte mit dem Fallschirm über dem Container abspringen und ein Plakat an die Tür nageln, Deutschland braucht mehr Bildung. Ja. Das wäre doch nicht schlecht gewesen. Nee, das wäre großartig gewesen. Aber dann ging das nicht, weil da sind so hohe Zäune drumherum. Aha. Und dann hat man mich gefragt, ob ich bereit sei, in die Talkshow zu kommen. Ja. Naja, ich habe gedacht, gehst du hin und diskutierst mit den Leuten, die dort sind. Das hat auch Spaß gemacht. Mich hat eins provoziert. Eine Kollegin von der Union hat verlangt, dass der Staat diese Sendung verbietet. Ja. Und ich finde es nicht Sache von politischen Parteien, mündigen Bürgern vorzugeben, was sie sehen und was sie nicht sehen können. Die sollen mit dem Knopf selber entscheiden. Wenn ihnen eine Sendung nicht gefällt, können sie weiterzappen. Aber dass politische Parteien anfangen, nur noch Zensur zu üben, das finde ich nicht in Ordnung. Deswegen bin ich da hingegangen. Und das hat, glaube ich, auch das Big Brother Publikum mit noch größerem Applaus bestätigt als hier. Ja. Ich habe aber, Herr Schmidt, gleich auch noch einen Modellvorschlag hinterher geschickt. Habe ich gehört? Ich habe es gesehen. Ich habe gesagt, wir können was lernen. Ja. Wir schenken uns den nächsten Bundestagswahlkampf. Ja. Wir sperren Gerhard Schröder, Angela Merkel, Wolfgang Gerhard und Gunda Röstl in diesen Container. Ja. 4 Wochen lang, übertragen das 4 Wochen lang live, dann brauchen wir keinen Wahlkampf mehr. Ja, aber das ist gut. Aber mein Eindruck war, und dann muss ich jetzt sagen, mein Eindruck war, als Sie das gesagt haben, hatten Sie das größte Lächeln beim Namen Wolfgang Gerhard in den Container sperren. Ja, das ist die Sympathie, das ist doch klar. Für den eigenen hat man die große Sympathie. Natürlich. Der Zusammenhalt in der FDP ist stärker denn je. Ich habe Dr. Westerwelle heute gesehen, wie er gesagt hat, es gibt keinen besseren
Kultusminister in Nordrhein-Westfalen, und das hat mich dann überrascht, als Sie, lieber Jürgen Möllemann. Man ist nicht per Du in den liberalen Kreisen? Naja, diese plumpe Rumduzerei, die es bei anderen Parteien gibt, gibt es bei uns nicht. Bei uns ist das Du ein Ausdruck von Sympathie und Verbundenheit schon. Und ich muss nicht jeden duzen, möchte es auch nicht. Aber Sie sind ja nicht der Einzige, der gesiezt wird in der FDP, oder wie? Nein. Also auch andere. Jetzt, wie war das Geheimtreffen mit Wolfgang Clement? Das ist unglaublich. Ach, Harald. Ja, es ist live übertragen worden bei Erich Böhme und deswegen hat es ja auch keiner gesehen. Ja, aber da muss es muss doch ein Treffen gegeben haben, es muss doch Absprachen gegeben haben. Ich meine, Clement will doch die Grünen loswerden, das sagt doch auch der Kanzler. Ja, er hat öffentlich gewettet, dass wenn wir die 8% holen, dass er dann zu Fuß von Bochum, wo er lebt, nach Münster gehen will. Ja. Das muss er dann auch, denn dann wird in Münster verhandelt. Das ist der Preis, den er zahlen muss. Aber sonst kann man das machen. Also er liegt im Moment 8% vor Rüttgers. Ja. Wir liegen, glaube ich, 1-2% vor den Grünen, wenn die 2%, die ich mir von diesem Auftritt erhoffe, dazukommen. Mit Sicherheit. Ja, weil es ist nicht stark. Es ist eine stark noch unentschiedene Klientel. Aber ein sehr intellektuelles Publikum haben Sie ja hier, ne? Ja, selbstverständlich. Ja. Ja, es ist ein Publikum, was gestalten will. Passt zu Ihnen noch? Ja, wir waren nie eine große Massenshow. Aber das kennen Sie doch. Das ist ja wie bei uns. Das kennen Sie doch, den kleinen Auftritt in Hinterzimmern. Nein, ich meine, es ist im Gegensatz zu Bierzelten oder Stadien oder sonst was. Wie heißt es in der Politik? Eine Klientelpartei, ne? Sagt man, glaube ich. Also das will man nicht gerne erwähnen, aber wenn man eben... Also wir machen zielgruppenorientierte Arbeit, richtig, das meinen Sie, nicht? So ist das. Ja. Also. Also zum Beispiel auf intellektuelle, junge Menschen, Schmidt-Fans. Kaufkräftige. Ja, Schmidt-Fans, sag ich ja. Ja, Big Brother. Ja gut, das überschneidet sich. Das ist heutzutage sehr, sehr fließend im Medium. Also man kann sich da nicht mehr leisten, irgendwie eine Gruppe auszugrenzen. Aber bei Big Brother hat mir wirklich eines zu denken gegeben. Ich höre von... Jugendlichen, dass auf den Schulhöfen der Gymnasien die größten Gruppen sich nur noch mit dem Thema beschäftigen. Ja. Also man kann nicht behaupten, das sei eine Sendung für Blödmänner. Offenbar nicht. Es sei denn, man denkt noch mal über die Gymnasien nach. Ich weiß nicht. Herr Bildungsminister. So, und da schließt sich. Ja, das letzte Wort hat der Minister. Und da schließt sich der Kreis. Jetzt wissen Sie, warum Dr. Guido Westerwelle, Ihr bester Freund, heute diesen entscheidenden Vorschlag gemacht hat. Nicht? Richtig. So kommt das wieder in Ordnung. So kriegt alles seinen Sinn. Herr Minister, ins P. War schön, dass Sie 8%, wir werden es am Samstagabend verfolgen. Sonntagabend. Sonntagabend. Ich kriege das Ergebnis schon einen Tag früher. Und ich drücke die Daumen. Guck mal. Okay. Jürgen Möllemann. Mein nächster Gast hat am kommenden Sonntag Premiere hier in Sat.1 mit seiner neuen Comedy-Show Star Wosch. Herzlich willkommen, Thomas Wosch. Nimm Platz. Selten, dass mal jemand kommt, der größer ist als ich. 2,02 Meter. Zwei Meter. Ja. Gibt es ja die Klamotten noch normal oder musst du schon in so Spezialgeschäfte gehen? Ich lasse die immer schneidern. Also, aber ganz billig. In Stuttgart, in der Nähe von Stuttgart, gibt es einen Schneider. Ja. Und der macht das für einen Apfel und ein Ei. Aha. Also das ist jetzt nicht irgendwie so für Geldscheißer, sondern richtig sehr preiswert und naja. Du bist Volljurist, ist das richtig? Ja. Das ist mal nach dem zweiten Staatsexamen. Mhm. Ja. Hast du ein Spezialgebiet als Jurist? Vertragsrecht. Oh, das ist aber großartig. Ja, das ist ja ideal mit deinem Job, oder? Ja, du meinst jetzt als Moderator. Ja, auch als Produzent. Du kannst die Verträge alle selber machen. Ja. Knebelverträge. Ja. Und du hast auch die neue Show, die du jetzt machst, selber produziert. Ja. Hast schon während deines Jurastudiums angefangen zu moderieren, Augsburg? Ja, Radio Kö und Radio Kö OK. Ja, mein und dann riesig. Radio Fantasy und Radio Energy. Super, da geht's ja voll ab. Da war auch mal da, gell? Mai. Ehrlich? Ja, ach so, Anfang der 80er Jahre. Bei den Dachiburger. Dachiburger war riesig, weißt du, alle selber fahren, sondern früh um 8. Da hast du moderiert, dann in Ulm und so weiter. Das Radio 7. Radio 7. Fischerstecher.
Ja, oh, das Nahbader. Ja, jetzt wird es sehr regional. Aber da muss eben, da muss die Bevölkerung durch. Ja. Was ist die neue Show, die du machst? Ja, also ich, das sind Gespräche mit Prominenten. Ja. Also ich habe doch ein bisschen was mitgebracht, weil ich erzähle das immer so schlecht. Weißt? Und dann kam Naomi Campbell und ich komme von links und dann sie und ich. Du hast so recht, er hat doch ein bisschen was mitgebracht. Das ist ein Ausschnitt aus der neuen Show von Tommy Walsh. Mr. Clooney, just one question, for a German audience, very interested in what time do we have? What time do we have? Yeah, but what time do we have? Is the film just started or? What time? What time? Nein. What time? Nein. Schutthauffan, also Schutthau, my English is so bad. Schutthauffan? Schutthauffan. Wie sollte man einen Fan erschießen? Schutthaufen. Was meinen Sie? Wir müssen leider gehen. We have also, to move. Okay. Thank you, Mr. Clooney. Hey. Great guy. Was da mal so gefühlsmäßig herauskommt, weil wenn jeder wusste, um meine Leute geht, jeder, dafür brauche ich keinen Trainer, brauche ich überhaupt keinen auf der Welt, jeder wusste, wenn ich dann so ein Spiel reingehe wie heute. Herr Daum, eine Frage. Herr Daum, warum haben Sie nach der 60. Minute Blumen? Entschuldigen Sie, ich, achso doch, nach der 60. Versuch's gleich nochmal. Sehr gut. Ja. Eine Minute später wurde die Pressekonferenz dann abgebrochen, weil ich Daum gefragt habe, Herr Daum, Sie sind ja ein großer Motivator, dürfen Ihre Spieler auch am Daum lutschen? Und dann ist er gerannt. Dann war es aus. Dann war es vorbei. Ja. Schade eigentlich. Ja. Wie lange dauert die Sendung? Eine halbe Stunde? Ja, also 24 Minuten und dann immer die Werbung. Die Werbung natürlich. Laufen. Und ist das vor Publikum? Ja. Wir haben das in einem Kino vorgeführt. Im Lichtspielhaus in Berlin. Ja. Und es ist, ich finde es ganz schön. Ja. Ja. Also wir alle hoffen, dass es ein schöner Erfolg wird. Ja, und der Sonntagabend ist ja absolut quotensicher im Moment. Da kann nichts passieren. Mit Big Brother kann gar nichts passieren. Wie viel Uhr ist das? 21:45. Da läufst du noch gegen Big Brother? Ja. Nein, da läufst du gegen Percy. Percy von Hofen? Ja. In der Schlussphase. Wir fragen mal gerade den Psychologen. Ja gut, aber ich meine, da wird auch viel gezählt. Und gut, da muss man durch. Das Fernsehen ist heute allgemein. Es gibt ja keine einfachen Termine mehr. Nein. Oder? Das ist richtig, nein, das ist absolut wahr. Du warst auf einem Internat. St. Ottilien. Das ist, kann man sagen, das Harvard des Südens. Echt? Ja. Ivy League am Benediktinerkloster. Oh, Mönche als Lehrer? Richtig, Patres nennen die sich. Und du weißt ja, die Benediktiner, das sind die ältesten Patres überhaupt in ganz Europa. Im Abendland, 6. Jahrhundert. Das wusste ich nicht, ja? Doch. Und wie ist das Motto von denen? Ora et labora. Ora, Vokativ, bete, et labora, wieder Vokativ und arbeite. Vokativ? Vokativ. Ich dachte, das sei ein Imperativ. Nein. Doch, stimmt, das direkt. Nein. Was ist denn Vokativ? Orate et laborate wäre Imperativ, oder? Oder wäre das dann Plural? Orate? Orate et laborate, das ist ja... Nein, ora et labora, bete und arbeite, bete und arbeite. Das ist doch Vokativ. Imperativ, ja. Oder nicht? Naja. Und was ist Vokativ? Was ist denn ein Vokativ? Ah, stimmt, Vokativ heißt, oh, ich bete, das ist Vokativ. Ausruf. Du hast recht, Imperativ. Ah, oh, ich bete. Oh, ich bete, oh, ich arbeite, geil. So. Ja. Das ist, hey. Pst. Ja, aber das ändert doch für die Endung nichts bei einem Vokativ. Jetzt, hör doch mal auf. Ora, et labora. Du, ich muss sowieso mein Zimmer noch aufräumen. Wieso? Ja, nee, ich muss. Machst du noch was anderes außer dieser Show? Viel Radio, sehr viel Radio. Im das, was der Bayer Talk-In-Radio nennt. Hey, die Leute können anrufen. Ja, mein Tommy. Grüß dich. Und wo sitzt du da in München? Potsdam-Babelsberg. Ach so. Ja. Das ist ORB. Das sind die neuen angeschlossenen Bundesländer. Sehr gut. Mhm. Ist das so Fritz? Ja, sowas? Genau. Ja. Also ach, sehr gutes das Radio. Ja. Das ist tolles Radio, das ist die Avantgarde. Ja, sind wirklich gut. Ist es immer noch so? Also, war mal mein Chef hat es mir aufgetragen, zu sagen, Fritz ist die Avantgarde. Ist dein Chef ein Ossi? Nein. Nein. Vielleicht deswegen. Ach so. Nee. Aber das sind sehr gute Leute. So Leute sehr wie Kuttner gut. und sowas. Großartig. Aber der ist, glaube ich, auch nicht mehr da, oder? Doch. Der ist noch gibt's da. Noch, hm? Mein Lieber, Sonntagabend, 22:15 Uhr. Was sehr ist, du wirkst irgendwie ein bisschen... Ja, ich hoffe, ich hoffe. Durchziehen! Hä? Nach dir die Sintflut! Uff. So wie Möllermann, hat auch keine Chance, aber ist gut drauf. Yes! Toi, mein Lieber! Gleich sitzen wir sind am Ende. Tommy Walsh!